Karibik-Feeling mitten in Grieskirchen. Bei den diesjährigen Landelwochen spielten heimische Künstler auch Musik aus einem weit entfernten Landel. Salsa, eine Musikrichtung mit Wurzeln in Lateinamerika. Heute machen wir eigentlich nicht nur Salsa, aber ganz international. Schon viel Latino, wir haben Cumbia, wir haben ein bisschen Pop und ja, ein bisschen von alles, ja. Musik von der Welt. Das passt dahingehend zusammen, dass einer von den Musikern aus der Gegend ist. Nämlich der Herwig Stieger, Perkussionist, spielt bei dieser Gruppe mit. Und da ist uns diese Band passend erschienen. Das ist einfach Musik, die ins Blut geht, wo man gewisse Herausforderungen hat. Als Musiker und als Trommler und mit so tollen Musikern dann sowieso spielen darf, das ist dann nur besondere Sache. Also die Vielfalt der Landelwoche ist schon beeindruckend. Es war das Eröffnungskonzert mit den vier Jahreszeiten, ein Streichorchester mit großen gemischten Chor, mit Solosängern und heute Latin Music, also sehr beeindruckend. Und wie die Musik dann auch verbindet, man sieht auch, wie getanzt wird und wie gleich Bewegung auch im Publikum herrscht. Die Landelwochen ebenso vielfältig wie die Kultur selbst. Ich bin begeistert davon, weil ich bin ja eigentlich das erste Mal in Grieskirchen überhaupt. Und ich bin überrascht, dass das so gut angenommen wird. Fast wie neugeboren. Wir fühlen uns voll wohl. Was sieht es eben, wir haben eine Gaudi. Nein, es ist wirklich befreiend. Ja, ich glaube, dass die Menschen genießen unglaublich das Salsa, ja. Ein Rhythmus, der mitreißt, gute Laune macht und die Sehnsucht auf Sommer, Sonne, Strand und tropische Nächte weckt. Salsa ist ein Lebensgefühl. Tanzen, lustig sein, Spaß haben. Salsa bedeutet Lebensfreude. Südliches Flair, Spanien, gute Laune. Positiv, tanzen und Latina. Salsa ist Bewegung. Salsa ist einfach einmal loslassen, juhu. Und die Unbeschwertheit, was diese Musik auch mit sich bringt und auch vermittelt, ist, glaube ich, unbeschreiblich. Und man sieht es auch, wie es angenommen wird. Ganz toll.